Wenn du 20 Jahre alt bist, dann gibt es einige Dinge, die du auf jeden Fall nicht mehr tun solltest. Und über genau die spreche ich heute in diesem Video. Wenn man Teenager ist, dann kommt man hier und da vielleicht nochmal ungeschoren davon. Ja, wenn man irgendwas macht, was vielleicht nicht so angebracht ist, dann entschuldigt man sich und es geht weiter. Aber wenn du ein bestimmtes Alter erreicht hast, dann kommt man nicht so schnell mehr ungeschoren davon. Das funktioniert nicht mehr. Und da ich weiß, dass viele von euch da draußen sich gerade aktuell in ihren 20ern befinden, spreche ich heute über die Dinge, die ihr auf jeden Fall tunlichst sein lassen solltet, wenn ihr die 20er-Marke erreicht habt. Den ersten Punkt, den habe ich gerade eigentlich schon so ein bisschen indirekt angesprochen, und zwar das Alter als Ausrede nehmen. Leute, das geht in den 20ern einfach nicht mehr. Ja, wenn man Teenager ist und noch super jung ist in seinen Teenagerjahren, dann kann es sein, dass man noch ein bisschen was lernen muss, und dann kann es auch sein, dass man möglicherweise hier und da noch nicht genau Bescheid weiß. Aber wenn du 20 erreicht hast, das Alter 20, dann solltest du es besser wissen, und wenn du irgendwie ja Dinge machst, die nicht angemessen sind, ja, dann solltest du nicht dein Alter als Ausrede nehmen, denn du solltest es mittlerweile definitiv besser wissen. Also hör auf, dein Alter als Ausrede zu nehmen. Du bist kein Teenager mehr. Du weißt es mittlerweile besser. Und wenn du zukünftig irgendwas machst, was vielleicht nicht angemessen ist, dann stehe dein Mann, ja, dann steh dazu und nimm nicht dein Alter als Ausrede. Ich schwöre auf deine Mutter, das sieht gut aus. Nee, Mann, ich schwöre auf meinen Cousin, du musst es in die Hose stecken. Der hat das auch immer so. Ich schwöre auf meine ganze Familie, meine Sippschaft. Ich schwöre auf alles. Ich schwöre, das sieht gut aus. So muss man das tragen. Bitte, was? Ja, genau das, Leute, ist mir in einer Umkleidekabine passiert, als ich vor kurzem bei Zara war. Und da habe ich gedacht, was ist denn hier verkehrt? Also Wahnsinn, wie, ja, was für ein Slang die drauf hatten. Der eine hat auf alles Mögliche geschwört. Leute, wenn ihr 20 Jahre alt seid, dann müsst ihr nicht auf irgendwelche Sachen schwören oder auf eure Familie schwören. Hört auf damit und legt so einen Slang und das Geschwöre einfach ab. Wenn du nämlich 20 Jahre alt bist, dann solltest du dich vernünftig artikulieren können. Und wenn du das nämlich nicht kannst, dann zeigt das einfach nur, dass du unreif bist und einfach noch nicht, ja, ein vollwertiger Mann bist, der sich vernünftig artikulieren und vernünftig ausdrücken kann. Und ich denke mal, wenn man 20 Jahre alt ist, dann möchte man sich ja auch als vollwertiger Mann anerkannt werden von der Gesellschaft. Und wenn du dich halt nicht vernünftig ausdrücken kannst, dann wirkt das einfach ein bisschen unreif. Deshalb empfehle ich dir, jede Art von Slang einfach abzulegen und versuchen einfach vernünftig dich auszudrücken und das Geschwöre einfach komplett sein zu lassen. Drittens, von den Eltern abhängig sein. Ja, Leute, es gibt so ein paar Spezialisten, die wohnen mit Ende 20, 28, 29 immer noch bei Hotel Mama zu Hause, lassen sich tagtäglich bekochen, lassen sich ihre Wäsche waschen und sind einfach nicht selbstständig. Ist das wirklich euer Ernst, Leute? Das kann nicht sein. Also, wenn ihr Anfang 20 seid, dann solltet ihr einfach aus dem Elternhaus irgendwann aussteppen und einfach eure eigenen Erfahrungen sammeln und selbstständig werden. Ich meine, es gibt Kulturen auf dieser Welt, wo man tatsächlich auch als Mann oder als Kind so lange wie möglich in seinem Elternhaus verweilt. Das hat aber andere Hintergründe. Wenn du allerdings im Dachraum wohnst oder generell hier in der westlichen Welt, dann solltest du einfach dich nicht von deinen Eltern abhängig machen, gerade dann nicht, wenn du die 20er-Marke geknackt hast. Dann solltest du einfach selbstständig wohnen, selbstständig einkaufen, selbstständig dir dein Essen machen, selbstständig deine Wäsche waschen. Ich meine, du bist ja alt genug und kannst das alles selber machen. Und auch wenn du zum Beispiel ausziehst, da lernst du so viel für dein Leben. Das kann ich dir gar nicht in Worte fassen. Bei mir persönlich war es zum Beispiel so, ich bin mit 18 ausgezogen und ich bin heilfroh, dass ich das gemacht habe, denn ich wollte einfach selbstständig auf meinen eigenen Beinen stehen. Ich wollte nicht abhängig sein von meinen Eltern. Ich wollte mein eigenes Geld verdienen. Ich wollte einfach, ja, ich selbst sein, ja, und einfach für mich selbst sorgen können, und das hat mir so viele hilfreiche Erfahrungen gegeben, oder ich konnte dadurch so viele hilfreiche Erfahrungen sammeln. Ich meine, tatsächlich bin ich auch hin und wieder mal auf die Schnauze gefallen, habe auch sehr viele Fehler gemacht, aber aus diesen Fehlern konnte ich halt lernen, und deshalb kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, dass, sofern er sich in seinen Anfang 20ern befindet, zu Hause auszuziehen und auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Viertens, hänge nicht mit Losern ab. Es gibt so ein gutes Sprichwort, das lautet wie folgt. Hängst du mit neuen Losern ab, mit neuen Versagern ab, wirst du bald
der Zehnte sein. Und das ist nicht nur so ein Sprichwort, sondern das ist tatsächlich der Fall. Und ich wohne mittlerweile ja in Berlin und ich finde es teilweise erschreckend, wie man beobachtet, wenn teilweise Leute einfach in die falsche Richtung gehen und einfach abrutschen, weil sie einfach mit den falschen Leuten abhängen oder den falschen Umgang haben. Es kann nämlich sein, dass Leute so einfach ganz schnell vom Weg abrutschen, obwohl sie so ein riesengroßes Potenzial in sich haben, aber es einfach nicht ausschöpfen aufgrund dessen, weil sie einfach ein falsches Umfeld haben. Und das ist gar nicht cool. Was will ich dir damit sagen? Also, wenn du noch jung bist, dann lernst du natürlich unfassbar viele verschiedene Menschen kennen. In der Nachbarschaft, in deiner Family, beim Sport, im Kindergarten, in der Schule, bei der Arbeit, wo auch immer. Du hast halt ein riesengroßes Umfeld. Aber wenn du 20 bist, dann solltest du mittlerweile selektieren, mit welchen Leuten du tatsächlich deine Zeit verbringst. Denn mit Anfang 20 entwickelt sich dein Charakter, deine Persönlichkeit. Und da ist es natürlich essentiell wichtig, mit welchen Leuten du dich umgibst, denn diese Leute formen natürlich auch ein Stück weit deine Persönlichkeit und deinen Charakter. Und da gibt es auch wieder ein anderes Sprichwort, das besagt nämlich, zeige mir deine 5 engsten Freunde und ich sage dir, wer du bist. Heißt, du bist der Durchschnitt von den 5 Leuten, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und an diesen Sätzen ist tatsächlich was Wahres dran. Deshalb ist es nämlich sehr, sehr wichtig, mit wem du deine Zeit verbringst. Wenn du also nur mit Losern abhängst, mit Leuten, die nur Unsinn im Kopf haben, die keine Verantwortung übernehmen, die einfach keine Ziele im Leben haben, ja, stell dir mal vor, was dann später aus dir wird. Anderes Szenario. Stell dir vor, du bist nur mit Leuten zusammen, die inspirierende Persönlichkeiten sind, die Ziele im Leben haben, die was erreichen wollen, die positive Energie ausstrahlen. Was wird dann später aus dir? Genau das. Also umgib dich mit Leuten, von denen du denkst, dass sie inspirierend sind und die dir positive Energie schenken. Fünftens, in den Tag hineinleben. Ja Leute, ich will mich nicht freisprechen, ja, als ich Anfang 20 war, da habe ich auch mal in den Tag hineingelebt. Gar keine Frage. Gerade auch dann, wenn man vielleicht noch Student ist und die Vorlesung irgendwann später beginnt. Aber wenn du Anfang 20 bist, dann solltest du langsam aber sicher auf die richtige Spur kommen und dir einen Plan machen. Man denkt zwar Anfang 20, du, ich bin noch so jung, ich habe keine Verantwortung, ich habe noch so viel Zeit. Aber die Zeit, die vergeht so schnell. Auf einmal bist du 23, 24, 25, 26, dann bist du vielleicht 28 oder vielleicht sogar schon Ende 20. Und dann hast du vielleicht schon das Gefühl, okay, vielleicht hänge ich vielleicht gerade sogar ein bisschen hinterher und ich habe jetzt auf einmal gar nicht mehr so viel Zeit. Und ich kann dir sagen, dieses Gefühl, hinterher zu hängen, das möchtest du auf gar keinen Fall haben, sondern du möchtest eher das Gefühl haben, vorangeschritten zu sein, einfach schon viel mehr geschafft haben als zum Beispiel andere. Ich möchte jetzt nicht, dass du dich mit anderen vergleichst, aber wenn du das Gefühl hast, dass du zum Beispiel schon in jungen Jahren sehr viel geschafft hast, dann ist das einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl und dieses Gefühl kann dich wirklich ganz weit nach vorne tragen. Was will ich dir damit sagen? Wenn du Anfang 20 bist, dann solltest du nicht jeden Tag in den Tag hineinleben. Natürlich solltest du Spaß haben, gar keine Frage. Spaß muss sein. Aber mach dir auf jeden Fall auch Gedanken, zum Beispiel über deine Karriere. Mach dir einen Plan, mach dir eine To-Do-Liste, wo soll es für dich im Leben hingehen. Denn wenn du das machst und dir einen Plan machst, dann hast du vielleicht auch schon eine grobe Vorstellung, was du im Leben einfach erreichen möchtest. Und das gibt dann ein Stück weit natürlich auch die richtige Richtung vor. Und jetzt nochmal einen krassen Motivationsschub an dieser Stelle. Es gibt Leute, die haben mit Anfang 20 ein Multimillion-Dollar-Unternehmen aufgebaut. Und diese Leute waren nicht viel schlauer als du zum Beispiel. Ja? Die haben sich vielleicht einfach nur mit den anderen Dingen beschäftigt. Andere beschäftigen sich mit Anfang 20 vielleicht nur mit Feiern gehen, andere vielleicht damit, ein Business aufzubauen. Aber am Ende des Tages war niemand schlauer oder weniger schlau, sondern die haben einfach sich nur mit anderen Dingen beschäftigt. In diesem Sinne sage ich dir einfach nur, beschäftige dich mit den richtigen Dingen, versuche nicht in den Tag hineinzuleben und mach dir auf jeden Fall einen Plan. Sechstens, hör auf, schlampig zu sein. Ja, wenn ihr 20 Jahre alt seid, dann solltet ihr nicht mehr schlampig sein, sondern wenn ihr was macht, dann macht das Ganze ordentlich oder gar nicht. Denn wenn ihr etwas angeht, dann solltet ihr es wirklich vernünftig, gut organisiert und gut vorbereitet angehen und eine Sache wirklich ordentlich machen und auch dementsprechend vernünftig beenden. Heißt, du solltest gut organisiert sein. Das nicht nur im Kopf, sondern auch auf deinem Laptop, in deinem Kleiderschrank und auch deine Zeit solltest du gut organisieren. Denn eine gute Vorbereitung, eine gute Organisation ist tatsächlich im Leben die halbe Miete. Wenn du zum Beispiel etwas nachlässig bist, zum Beispiel bei der Ablage deiner Post, deiner Rechnung, deiner Kontoauszüge, was auch immer, dann versuch dich einfach immer wieder dahin
hinzubewegen, dass du diese Ordnung beibehältst. Ich weiß, das ist manchmal nicht einfach. Ich muss jetzt gleich auch meine Post sortieren. Aber Leute, das lohnt sich am Ende des Tages wirklich, wenn man versucht, sich gut zu organisieren und sich gut vorzubereiten. Wenn du dir aus dem heutigen Video was Nützliches rausziehen konntest und wenn du das Video vom Online-Bruder-Korte ganz cool fandest heute, dann teile das Video liebend gerne mit deinen Freunden, mit deiner Family. Ich wünsche dir auf jeden Fall jetzt einen wundervollen Tag und viel Spaß in deinen 20ern.